Weil meine Erfahrung ist, dass wirklich nach so 2,5-3 Stunden ist der Kopf voll, ja, bei den Zuhörern. Also ich kann auch 5 Stunden reden, so, aber dann überfordert sie wirklich. Ja. Ich bin, seit ich freigestellt bin, habe ich keine Ruhe mehr. Mit jedem Tag habe ich meine Ruhe abgelegt und habe sie noch keinen Tag vermisst. Ja, okay, wir fangen an. Wie viel investieren in das Projekt? Also mal angenommen. An die Bundesagentur für Arbeit? Habe ich auch schon überlegt, ja. Ich brauche, dass die Verfassungshüter sind. Wer, ich? Nein, das Jobcenter. Ja. Also die Migrationszentren. Dann könnte man ja theoretisch auch selber ein Unternehmen gründen, was dann sozusagen die Ab-, also die Wiederherstellung von Recht, also honoriert. Haben Sie darüber schon mal nachgedacht? Nein, das war nicht. Nein. Weil ich warte immer auf die Fälle, die beim Bundesverfassungsgericht durchkommen und die Entscheidung. Ja, es liegen ja Fälle da, das ist mir bekannt. Genau. Und ich warte auf meinen eigenen Fall, ich will da ja auch hinkommen. Ja, ich wollte mal fragen, welches Jobcenter in NRW steht 100% hinter Sie? Es sind diverse, ich darf Sie nicht sagen, leider, nee, weil dann nämlich wirklich die Geschäftsführung Stress bekommt. Ja. Es ist, ja, ich darf Sie nicht sagen. Machen Sie, aber ich kann Sie jederzeit kontaktieren. Negativ. Nicht hinter Ihnen steht. Die andere Frage zu Datenbeaktionen. Vollkontrolle. Ist das ein Verdacht oder? Ja, Sie haben erzählt, Sie werden abgehört oder wurden als Vollkontrolle. Auch die Telefongespräche wurden mit abgehört. Das ist ein Verdacht oder? Nein, das ist bewiesen, kann ich beweisen. Bei der Arbeit abgehört? Ja. Also intern. Intern. Also nicht als Qualitätskontrolle, dass man gesagt hat, wir hören nicht. Aber schon auch beim Datenschutz, ist klar. Ja, okay. Genauso wie ja auch ich auf Facebook schon immer verfolgt wurde. Das ist nur intern. Ja, und ich da auch Screenshots gemacht. Ja. Schon vor meiner Freistellung. Oder in den Erwerbslosenforen bin ich ja auch vertreten. Wer hat denn dann für sowas Zeit? Gibt es da eine extra Stelle? Ich glaube, inzwischen haben sie Stellen eingerichtet. Ja. Dann, ich weiß es gar nicht, ob es dafür extra Stellen gibt. Ich weiß aber, es wird gemacht in der Mitarbeiterin. Also ich bin gar nicht die Einzige, wo das gemacht wird. Ist ja Stasi hier. Ja. Die Mitarbeiter einer BA oder Jobcenter sitzen ja im Grunde genau im gleichen Boot wie die Hartz-IV-Empfänger. Das ist doch dasselbe Boot. Genau, das ist ja das, was ich immer sage, es sind beide Schreibtischseiten. Ja, wir bekommen den Druck von oben, dann, und wenn wir dem nicht folgen können, wir haben ja nicht entfristet, oder wir bekommen nicht die entsprechende Beurteilung, oder wir bekommen diese hochgefürchteten tatsächlich 4-Augen-Gespräche. Mhm. Und als Fortsetzung, das hört sich eigentlich für mich so, dieses erste Schreiben mit den Zielfügungen, das hört sich an wie ein Versicherungskonzern. Eigentlich ist das so ein Drückerfundament. Ja? Also wenn man so ein Drückerfundament motiviert, weiterzutun, genau, ja, Erfolge zu machen, wer es nicht macht, kriegt da drauf, ein bisschen schlechte Urteile. Ich finde, das ist ein sehr schlechtes Menschenbild, was wir brauchen. Ja, das kann ich unterstützen. Auf der anderen Seite sage ich natürlich, braucht auch die BA ein sogenanntes Controlling-System. Das ist klar. Das braucht jeder. Ja? Es ist nur die Frage, wie setze ich die Gewichtung? Und die Gewichtung ist derzeit so, dass 80% quantitativ berechnet wird. Das heißt wirklich auf Zahlen. Und deswegen sage ich, die BA arbeitet nur nach Zahlen. Ja? Und ich sage, die Gewichtung muss anders sein. Qualitativ muss höher. Ja? Also 50-50 am liebsten, weil wir können, gezählt wird ja hauptsächlich die Integrationsquote. Das ist das A und O. Ja? Wie gut integriere ich einen Menschen? Unabhängig der Dauer,
Und wenn's, weil es reicht ein Tag, ja, und dann wird schon gezählt. Und das ist primär die wichtigste Quote. Aber ich sag mal, die BA wird ja von Menschen geführt, das sind Controller. Ja, die haben das studiert. Wir haben einen großen Vertreterkreis im Vorstand, als auch Standortleiter, Geschäftsführer, Regionaldirektion. Da kommen die Mitarbeiter aus jahrzehntelanger Erfahrung von der Bundeswehr. Ja, also der Vorstand, da weiß ich ja selbst auch. Da war ja jahrzehntelang bei der Bundeswehr auch und rekrutiert auch da sein Personal heraus. Der Einfluss von Roland Hader in der kriege ich leider wenig mit. Ja, ich setze jetzt ein bisschen Hoffnung auf die Annelie Bundenbach. Ja, die ist als Vorsitzende vom Verwaltungsrat. Vorher war es ja der Herr Kleber. So, und die Frau ist tough. Ja, definitiv und sehr sozial. Und wie ich auch gehört habe, lässt sie sich auch nicht im Mund verbieten intern. Inwieweit sie jetzt aber wirklich ihre Interessen vertreten kann, ihre persönlichen, das muss ich noch evaluieren. Ja, und zwar melde mich schon seit längerer Zeit, schon lange vor der Pause. Und zwar zum einen, wenn man ein Telefongespräch führt mit einem von der BA, das ist ja meistens schwer möglich. Aber kann man dabei nicht sagen, ich, zum Beispiel, ich zeichne das Gespräch auf und dann weiterreden, also vorher ankündigen, dass man das Gespräch dokumentiert, gute Idee, aufzeichnet. Und zum Zweiten, man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, zu jedem Gespräch, persönlichen Gespräch, einen Zeugen mitzunehmen. Und dann frage ich aber zusätzlich noch, kann man dann nicht zu dem, das geht natürlich jetzt gegen die Mitarbeiter, das ist natürlich für die natürlich totaler Stress, dass... ist natürlich, aber beide sitzen ja eigentlich auf der gleichen Seite, weil die ja auch Heier in Feier und auch so unter Druck gesetzt werden und auch nicht besonders gut bezahlt werden. Aber trotz allem, jetzt einfach nur von dem Arbeitnehmer aus, der in der lebensbedrohlichen, sag ich mal in Anführungsstrichen, Position ist, im Jobcenter, dann auch mitzeugen, dank oder ohne Zeugen zu sagen, ich zeichne dieses Gespräch auf und dieses, was man dann sagt und ihn fragt, ob er damit einverstanden ist, das alles mit aufzeichnen, um einen Beweis zu haben. Genau, Sie müssen immer fragen und ja, dann in der Regel nur ein Nein bekommen. Und dann kann man doch eigentlich die Kommunikation letztendlich einstellen und dieses Nein darf man doch aufzeichnen. Nee. Sie können aber Wortprotokoll machen. Sie können mitschreiben oder Ihr Beistand schreibt mit. Ja, das können Sie machen. Ja, auf jeden Fall, hat man, da muss man einen Typisten dabei haben. Ja, das ist schwierig. Oder jemand, der auf einer Laptop-Tastatur gut schnell schreiben kann. Ja, sehr langsam schreiben. Das ist voll, weil die anderen Mitarbeiter, die ich kann immer alles als Mitarbeiter. Ja, ich kann immer sagen, das hat meine Kollegin mir gesagt. Ja, ja, klar. Ich habe das tausendmal erlebt. Und der zweite Punkt ist, ich habe schon zwei Einschreiben geschickt, eins sogar mit Rückschein. Und beide sind bei der Post verloren gegangen. Ich habe dann 15 Euro, aber der ist bei der Post fehlgeleitet worden und ist gar nicht angekommen. Und die Informationen habe ich erst 6 Wochen, nachdem ich es abgeschickt habe, bekommen. Ich habe dann nachgefragt, aber ich wusste nicht, wo der Brief ist und ob der angekommen ist. Das heißt, und da waren die Fristen schon längst abgelaufen. Du kannst in jedem Fall, wenn du das nachweisen kannst, wieder bei der Bundesanstalt für Arbeit oder bei der Jobcenter sagen, wieder in den vorigen Stand zurücksetzen verlassen. Richtig, ja. Ah ja, dann gibt es die Möglichkeit, ein richtiges Schriftstück vom Gerichtsvollzieher zustellen zu lassen. Das ist gar nicht teuer, ich glaube, das kostet 15 Euro. Und das ist auch der Inhalt des Briefes, den man überstellt, von dem Gerichtsvollzieher sozusagen rechtskräftig. Gehen Sie doch hin, lassen Sie die Durchschrift anstellen. Ja, klar.
sparen Sie sich die 50 Euro. Ja, selbstverständlich. Aber wenn ich weit weg bin und das nicht machen kann, persönlich da vorbeizukommen, dann kann ich auch ein Gericht vollziehen. Sie können auch Ihren Freundin schicken oder Ihren Partner. Ja. 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 Kannst du auch mal Antwort abgeben und unterstellen. Okay, also mit Stempel und Unterschrift. Und falls es jetzt zu spät ist für den Einkauf, dass es nur ein Einlauf gab, dann soll man ein Video davon machen, was da drin ist. Und kann hier das Einlauf. Ein bisschen lauter. So, die nächsten zwei Wortmeldungen hier, dort und dann die junge Dame. Also, ich wollte so eine Art Appell loswerden. Aber ich denke, heute Abend wird das total klar, wie scharf der Bedarf nach so Vernetzung und Beratung ist unter Erwerbslosen. So. Und das wird noch nicht nur heute Abend klar, das ist mir auch schon vorher klar geworden. Und gleichzeitig weiß ich, dass es in Kassel mehr als ein Angebot gibt von Netzwerken und Selbsthilfegruppen für Erwerbslose, die aber witzigerweise zum Teil gar nicht so gut besucht sind. Und das wäre auch nochmal so mein Appell an die Runde hier, dass man sich untereinander einfach auch hilft und vernetzt und austauscht und sich kennt und nicht alleine bleibt. Vorne an den Tischen liegen auch so Broschüren aus, zum Beispiel der Sozialkompass für Kassel. Da sind auch diese Adressen aufgeführt und das ist eigentlich auch das, was ich mir in dieser Gesellschaft wünsche, dass Personen, die davon betroffen sind, erstmal konkret sich auch helfen und aber auch in der Öffentlichkeit irgendwie sichtbar werden und einfach auch sich äußern und eine normale Pressemitteilung schreiben, wo drin steht, hier in Kassel passiert das und das und so. Und das vermisse ich in Kassel wirklich sehr irgendwie und das wollte ich nur noch mal so loswerden in dieser Runde hier. Okay, sehr gut. Wir reden ja immer nur über die Folgen einer Reform, die ja ihre Ursache im Jahre 1959 hat. Und das war die Rentenreform. Das war der sogenannte Generationsvertrag, den es ja nicht gegeben hat. Ja. Da ist die Rentenkasse aufgelöst worden. Ja. Und die nachfolgenden Generationen müssen das alles jetzt bezahlen. Und das nächste ist ja, dass ab 1960 von den Schulbeamten kein Cent zurückgelegt worden ist. Ja. Also das sind die Lasten, die wir heute zu tragen haben. Das ist die eigentliche Ursache. Und alles andere, was wir über hier jetzt reden, das sind ja nur die Folgen. Und das Dritte, was ich sagen wollte, also da würde ich auch mehr Verantwortung von denen wünschen, die heute in den Genuss dieser Pension und Rente kommen. Und als Drittes möchte ich noch sagen, weil das ja über Ihre Aussage war, wie soll das eigentlich finanziert werden? Haben Sie zwar gesagt, wie ich das jetzt sage, aber das ist doch ganz einfach. Es gibt einen Kirchenkreditgeber, der heißt CFR. Da können Sie bestätigen, dass es 20 Milliarden Euro jedes Jahr für die Kirchen gibt, ohne Nachweis eines Verwendungszwecks. Da sind doch die Gelder, die an uns alles vorbeigehen. Und es ist mittlerweile nicht so, die Politiker müssen da ja wissen, dass die Kirche einmal Zahlungen kriegen und in solcher Höhe, dass sie auf die Zukunft hinaus alle ihre Verpflichtungen erfüllen. Wie heißt das denn? Die Kirchen wissen bei uns schon Spenden. Ja, gut. Ich wollte es halt nur mal darauf hinweisen, wir reden hier eigentlich über Folgen, die schon viel früher angefangen sind und auch früher heute noch. Also selbst wenn man den Kirchen das Geld gibt, es wird kein Kindergarten geschlossen, es wird kein Krankenhaus geschlossen, es bleibt alles wieder. Es ist Geld, für das kein Verwendungszweck nachweislich. Und ich finde da, weil Sie ja gesagt haben, man muss mal sehen, da müssen wir Geld zusammenschmeißen, dann gucken wir es raus. Da sind 20 Milliarden, die sich sofort abholen. Im Grunde der Berücksichtigung, dass eigentlich nur noch 4% der Bevölkerung in die Kirche geht. Mehr wollte ich sagen. Ich habe auch nicht Sie angesprochen, aber man muss auch mal sagen, ich glaube, jetzt wird der Streit noch nicht mehr machen. Das geht ja ausgefallen. Ich glaube, es gibt größere Probleme als die Kirche. Aber ich wollte was ganz anderes fragen. Und zwar vielleicht eine dumme Frage, aber vor einigen Jahren hieß das immer noch ARO und jetzt heißt es Jobcenter. Und ich wollte fragen, ob der die Namensänderung irgendwas mit der inhaltlichen Änderung zu tun hat. Nein. Nee? Okay. Das hing damit zusammen, dass ja 2010 beschlossen wurde, dass die AGE, wie sie damals hieß, so nicht sein darf. Ja,
von der Konstellation, dass Kommune dabei ist und die Bundesagentur für Arbeit. Und daraufhin wurde das einmal umgeändert und deswegen heißt es jetzt Jobcenter, gemeinschaftliche Einrichtung. Das ist dann die E-Mail-Adresse jobcenter-de. Ja, oder eben noch die einzelnen unter Optionsverboten, wo die Städte das selbst machen. Aber es hat sich sonst... Okay, danke. Der Herr, Sie hatten sich gemeldet? Ja, ich wollte eigentlich mal zum Thema zurückkommen, aber dann kam der Vorschlag mit der Vernetzung. Ich selber bin in der Erwerbsloseninitiative aus Witzenhausen, das ist in der Rhein-Main-Kreis, da gibt es auch noch AK Soziales Netzwerk e.V., da bin ich ebenfalls im Vorstand. Wir hatten, glaube ich, auch mal Kontakt mit Ihnen im Vorfeld, der Herr Kallay, wenn Sie sich erinnern, der ja auch dieses Verfahren am Bundesverfassungsgericht geführt hat. Ich würde mich freuen, wenn hier Gruppen da sind aus Kassel, weil wir haben zwar auch Mitglieder aus Kassel, aber wir wollen ja eigentlich keine Mitglieder aus Kassel haben, sondern eigentlich lieber den Widerstand vor Ort organisieren, weil nur vor Ort, wenn die Erwerbslosen sich organisieren und permanent mit Beistand, der aus mehreren Personen bestehen darf, die Bundessozialkasse hat gesagt, ein Beistand darf aus bis zu 3 Personen bestehen, das betrifft also den ganzen Bereich Kassel, also den Steinbeder-Kreis, Landkreis Kassel, was gehört noch dazu, Werra-Meißner-Kreis, Stadtkassel und so weiter. Also gar nicht im Gerichtsbezirk des Sozialgerichts. Und ich würde mich freuen, wenn in Kassel vor Ort mal eine Initiative entstehen würde, bis jetzt ist mir keine bekannt, die eben genau dieses Prinzip durchführt, dass keiner von den Erwerbslosen allein in so ein Jobcenter rein muss, sondern immer Beistand dabei ist, die sich die Sachkunde erarbeiten. Wir helfen da auch gerne, weil wir sind jetzt schon fast 15 Jahre im Geschäft. Und dadurch so viel Unrecht wie möglich, das da passieren soll, verhindern und abwehren. Weil in diesen Jobcentern passiert tagtäglich Unrecht. Und wer sich nicht dagegen wehrt, wird er von kalt erwischt und er kann auf der Straße landen. Frau Hallemann hat es ja schon mal dargestellt. Und das ist auch unsere Erfahrung, die sich damit deckt. Dann möchte ich gerne dazwischen Sie bitten, vorne am Tisch Ihre Adresse zu hinterlassen. Dann können sich Ihre Interessenten bei der Arbeitsgruppe Grundeinkommen melden. Und dann können wir Ihre Daten weitergeben, nur so zur Info. Dankeschön. Hier hatte sich eine Dame gemeldet. Das hat sich erledigt. Dann hatten Sie sich gemeldet. Dann kommt Sie dran. Ja? Danke, dass wir über das Thema ein bisschen größer sprechen. Also auch zum Thema Grundeinkommen, wie wir angefangen haben, wo wir zu gucken, wo eigentlich Gelder verschwinden im Sozialsystem, von denen wir keine Ahnung haben oder wo wir wissen, dass sie verschwinden. Das, weil die Betroffenheit existiert und ich finde, die Vernetzung ist ein sehr guter Gedanke, aber man kann auch einfach mal über den Tellerrand hinausschauen, weil wir können hier nicht die Einzelfälle lösen in der Runde, weil es einfach der Bedarf ist, gerade noch über das Gesamtsystem zu sprechen, auch Auswege und Möglichkeiten, die wir finden können. Also der Stefan hat ja letzte Woche darüber schon mal gesprochen, dass man sich auch Optionen überlegt, was wenn und wie man so ein Grundeinkommen einführen kann. Dass es einfach weitergehen gibt, vielleicht Gespräche und nicht. Ja. Komm ich jetzt und Sie kommen ran? Okay. Ich wollte auch Hannemann danken. Ich finde das toll. Wir brauchen mehr solche Whistleblower wie Sie, die Rückgrat haben. Denn ich empfinde das auch als Zumutung, was da interne Vorgaben, ich spüre das einfach, ich bin da sehr sensibel, wie die Mitarbeiter jonglieren, wie sie einem entgegenkommen wollen und wie sie es nicht dürfen und wie sie Ausflüchte suchen etc. Und ich denke, das ist schon sehr hanebüchen, aber der Korpsgeist, zu einer Gruppe zu gehören und auch alles gut zu machen, ist sehr stark ausgeprägt. Wir hatten in den 70er Jahren diesen Korpsgeist gar nicht, wir hatten genau das andere. Wir haben alles hinterfragt und wir waren sehr kritisch. Wir haben heute so eine Zeit, wo alles im Korpsgeist gedacht wird. Ob das der Pflegedienst ist, da halten sie alle zusammen, damit ja, wenn einer Scheiße gebaut hat, das nicht rauskommt, ob das bei den Ärzten ist, am Wilson, die Ärzte gehen nach Großbritannien, die gehen in die Schweiz, die machen alles, damit sie diesen Burnout nicht kriegen, die Krankenschwester gehen weg.
Ich glaube, es ist ein grundsätzliches Thema und da ich auch der Meinung bin, dass mindestens zu 50% Grundgesetz gebrochen wird, in der Praxis, nicht in dem, was angedacht ist. Ich bin auch für Fördern und Fordern, aber nicht, was passiert. Wir hatten am Anfang hervorragende Beispiele in Wiesbaden. Ein Coach, ein Jobcenter-Coach, der hatte so und so viele Vermittlungserfolge. Das waren Leute, die hatten natürlich super Verbindungen zur Wirtschaft etc. Und die konnten am Mann arbeiten, jemand über Führerschein etc. da abholen. Das waren hervorragende Leute. Das ist ja alles nicht mehr. Und wir fragen uns, warum. Ich glaube einfach, die Situation, die der Herr geschildert hat, ist auch richtig. Aber wir haben den Osten gewonnen, die Ostgebiete Deutschlands. Und wir sind durchsetzt, auch mit so einem östlichen Korpsgeist, habe ich manchmal das Gefühl. Also von der APO, die so runtergeschrieben worden ist, ist nicht sehr viel übrig geblieben. Und ich habe meine Tochter nach Summerhill geschickt. Ach, was ist die anti-autoritäre Erziehung geschimpft worden. Heute darf man ein Kind nicht ansprechen, weil es Besitztum ist. Wo sind wir gelandet? Also ich will sagen, kinderreiche Familie, mein Vater war Selbstständiger, 50er Jahre. Ich habe nie auch nur das Spießertum gut gefunden. Aber die Harzer, das sind die Auszugrenzenden. Alle, die mit Arbeitslosigkeit zu tun haben, werden sanktioniert gesellschaftlich, wenn sie krank sind sowieso. Und das kommt ja gar nicht zum Tragen. Die Leute im Jobcenter brauchen sich mit uns nicht, mit uns Schmuddelkindern zu solidarisieren. Die dürfen nur hintenrum empathisieren und das ist auch sehr geschickt. Und ich will auch sagen, man wird auch sanktioniert, wenn man mitgeht mit jemandem. Okay. Dann hat man hinterher die Sanktionen. Dankeschön. Das wollte ich auch nochmal sagen. Und da braucht da ganz viel Rückgrat. Damit die anderen noch dazu kommen. Frank, okay. Ich wollte mal auf was ganz Grundlegendes hinweisen. Also die Sanktionsquote, die immer berichtet wird, schon vor 3,5 Jahren, in 2010, da hieß es 3,4% der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, das sind so 4,5 Millionen plus minus, bekommen Sanktionen in einem Jahr. Und das wurde beim einer Bundessozialrichterin vor 3 Jahren im Hieshaus vorgestellt, diese Quote. Ich habe allerdings eine andere Quote, die ist um die 14% hier aus Kassel schriftlich vorliegen. Und ich habe das mal hinterfragt, wir haben in einem Jahreszeitraum in Deutschland, und das war das letzte Jahr, also 2011 bis 2012, über den Sommer, über 1 Million Sanktionen, ich glaube 1.017.000. Und keine Zeitung druckt das, und im Internet stand es auch falsch, auch die Linke nicht, die Süddeutsche nicht, die HNA nicht und so weiter. Und ich bin stinksauer und habe mich an Zeitungen gewandt und sie korrigieren es nicht. Ich finde es eine Frechheit. Selbst in, es gibt darüber wissenschaftliche, ich habe einen wissenschaftlichen Bericht gefunden von einem aus dem Institut, ein anderes Institut, der hat das auch bemängelt. Das kommt nicht in die Öffentlichkeit. Wir werden durch die Medien ganz bewusst getäuscht. Und die Medien machen es nicht, in Redaktionen sind. Ich finde das ein Unding. Das wollte ich nur mal sagen. Ich bin da richtig sauer. Ich habe das länger verfolgt. Arbeitslosenstatistik informiert wird. Ja, es ist einfach so, wir haben in Hamburg immer so 70.000 Erwerbslose plus minus, aber letztes Jahr davon 55.000 Sanktionen. Und offiziell haben wir in Hamburg 3,6%. Stimmt nicht, ja. Wenn man mal in die Statistik guckt, dann sieht man noch Erschreckenderes. Da sieht man nämlich nur die Zahlen von Menschen, die sanktioniert wurden, die wirklich arbeitslos sind. So, wenn ich sie jetzt in eine Maßnahme packe, sind sie arbeitssuchend. Sie brechen die Maßnahme ab, weil sie keinen Bock mehr haben, mal so ganz salopp gesagt, sanktioniere ich sie. Ich habe sie gar nicht in der Statistik. Ja. Wen sanktioniere ich? Ich sanktioniere ja hauptsächlich die Menschen, die nicht zu den Terminen kommen. Das sind ja die häufigsten Sanktionen. Ja. Wenn einer zum zweiten Mal nicht zum Termin kommt, dann mache ich den auch nicht aktiv, mangelnde Mitwirkung. Und damit ist er auch nicht mehr arbeitslos. Das sind aber unsere häufigsten Sanktionen. Ja, Sie können dürfen schockiert sein. Danke. Ja, das ist eine kurze Sanktion. Ich will zu Sanktionen gerne mal was sagen, die kurz vorher vorstellen. Mein Name ist Heinz Schembier und ich war viele Jahre lang der Kollege von Herrn Hochhöf. Sozialamtsleiter im Schwanwiederkreis. Ich bin ein Freund der Arbeitslosen.
Ich mache seit 6 Jahren einmal im Monat ein kostenloses Frühstück für Arbeitslose und halte Vorträge über Rechte und Pflichten. Und ich berate Hartz-IV-Empfänger seit vielen, vielen Jahren ehrenamtlich. Ich schreibe Widersprüche, Klagen, ich begleite sie zum Jobcenter. Damit habe ich jeden Tag zu tun. Ich möchte etwas zu Sanktionen. Ich sehe bei den Sanktionen einen Widerspruch zwischen dem, was politisch angedacht war, und dem, wozu Sanktionen später genutzt werden. Sanktionen werden heute benutzt, Frau Hannemann hat es gesagt, zum Geldsparen. Und die Politik hat geglaubt, man könne mit Sanktionen Menschen in Arbeit zwingen. Ich teile Ihre Auffassung auch als Sozialamtsleiter. Es gibt einen Bodensatz von Menschen, die nicht arbeiten wollen. Und mit denen muss die Gesellschaft leben und die muss die Gesellschaft ernähren. Aber welcher Arbeitgeber will denn jemanden beschäftigen, der nicht arbeiten will? Was soll denn bei diesem Arbeitsverhältnis eigentlich herauskommen? Der wird doch die nächste Gelegenheit nutzen, sich irgendwie um diese Arbeit wieder herumzudrücken. Da helfen doch alle Sanktionen nicht. Der kommt morgens mit einem Schnaps an die Arbeit oder kommt zu spät oder meldet sich krank oder was auch immer. Ich glaube, Sanktionen sind nicht das geeignete Mittel, um Menschen in den Arbeitsmarkt zu pressen. Und da liegt, glaube ich, ein Grund. Ich bin also mitverantwortlich für die Gruppe Grundeinkommen hier in Kassel. Und wir kommen vom Grundeinkommen her und wollen eigentlich das Grundeinkommen in der Öffentlichkeit dafür arbeiten. Und das verschränkt sich für uns im letzten halben Jahr ganz dramatisch mit Hartz IV. Und ich glaube, dieser Fokus ist gut. Wir dürfen unsere Sache nicht aus dem Auge verlieren. Aber 2 Dinge habe ich heute mitgenommen, die wirklich wichtig sind. Das eine ist das, was die Bianca gesagt hat, dass wir wirklich dazu kommen müssen, dass das, was in Kassel an Beratungsangeboten da ist, an die Menschen heranzubringen, oder da, wo es nicht besteht, dass wir versuchen zu helfen, dass es zustande kommt. Und in dem Zusammenhang war mir das ganz wichtig, was Sie gesagt haben, darauf müsste man sich wirklich konzentrieren. Also so einen Begleitdienst zu organisieren, finde ich eine prima Sache. Ja, aber dafür brauchen wir in unserer Gruppe mehr und zum Teil Menschen mit anderer Kompetenz. Und diejenigen, denen das ein Anliegen ist, bitte kommt. Wir brauchen dazu viel mehr Leute, um sowas zu machen. Ja, und wer sich dafür interessiert, also das sage ich jetzt einfach mal so, wir werden das auswerten, auch gerade in die Richtung. Ja, aber das ist ganz bestimmt ein Punkt, wo es gut wäre, wenn das aus dem Abend rauskommt, dass hier in Kassel mehr Aktivität entsteht. Stichwort Ausgrenzung, soziale Ausgrenzung, Sie sprachen anfangs von der gewollten Armut. Ich möchte Sie fragen, weil Sie auch den Vergleich zu England und Frankreich kennengelernt haben, ob diese gewollte Armut, von der Sie sprachen, ob das ein übergreifendes europäisches Modell werden soll für eine Zukunft, in der die Nationalstaaten aufgelöst werden. Aufgelöst werden sollen. Will man das, einen bestimmten Bodensatz an Menschen europaweit schaffen, den man ein solches Schicksal zudenkt, damit man andere besser steuern kann? Oder wozu? Ich möchte Sie gerade einschätzen. Wir haben nur noch 2 Minuten. Also Schröder sagte ja in Davos 2005, wir werden den größten europäischen Niedriglohnsektor erschaffen. Das hat er geschafft. Ja. Merkel unterstützt das, wie alle anderen Blockparteien auch. Ja. Eingeführt hat ja die SPD die Grünen Hartz IV. Erschaffen haben sie es aber nicht alleine. Ja. Es war ja wirklich ein Wohnzimmer-Stammtisch sozusagen Konzept. Ja, mit Bertelsmann und Co. noch dazu. Die CDU, also auch die FDP, die haben sich nicht bis heute davon distanziert. Im Gegenteil, die haben es ja verschärft. Ja, dann der Niedriglohn, das ist ja die gewollte Armut, das hat ja auch etwas mit dem Export zu tun. Wenn ich billig produzieren kann, ja, kann ich ja viel billiger exportieren. Ja, und bringe damit auch tatsächlich die Nachbarländer in die Krise. Der sagte letztens ein SPDler auch,
fand ich auch hochinteressant, wo er sagte, das sage ich Ihnen jetzt mal so, das ist nicht die Meinung der SPD, aber an den ganzen Krisen, ja, in Frankreich, Griechenland, Spanien, verdienen wir dran. Das ist gewollt. Ja, und Merkel will das. Ja, und die anderen wollen es im Endeffekt auch. Es kommt kaum was dagegen. Ja, die Linken mal, die Piraten, das war's dann. Also wir ist dann... Also der, ich denke, der nächste Schritt wird sein, die kostenlose Bürgerarbeit. Ja, und dann Fremdwort Workfare nennt sich das hier. Essen. Und dann, das ist ja, in London ist das ja jetzt, glaube ich, seit 3 Jahren schon. Und schauen Sie mal die Medienberichte an, im Pflege-, Gesundheitsbereich. Ja, wo immer jetzt kommt, es fehlen die Kräfte ja schon seit Jahren. So, aber immer mehr, gerade die CDUler kommen, man sollte doch überlegen, ob man dort die Arbeitslosen, die werden ja mal als arbeitslos bezeichnet, ich spreche immer von Erwerbslosen, dort einzusetzen. Ja, und das kommen immer mehr Stimmen. Ja, und deswegen bin ich der festen Meinung, wir werden sicher kommen im Pflegebereich. Dann sollte man doch den Begriff Demokratie durch die Plutokratie ersetzen, das wäre doch ehrlich. Das sollte Demokratie. Geht leider jetzt nur noch die Dame, Sie hatten in der letzten Reihe, Sie hatten sich noch gemeldet, möchten Sie noch? Und das ist leider dann die letzte Frage. Ja, ich wollte einfach noch mal fragen, was ist der Unterschied zwischen der Arbeitsagentur, und da liegen die Arbeitsagenturen denselben Bestimmungen, Auflagen und... Und wer ist der Träger, also Arbeitsagentur, denke ich, gehört zum BA, aber wo gehören die Jobcenter hin? Wer bezahlt die, was ist das für eine, sind die Angestellte der Kommunen, was ist ein Jobcenter? Ja. Wir haben also ganz oben das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, ja, mit der Frau von der Leyen. Darunter die Bundesagentur für Arbeit und das BMAS abgekürzt, das Ministerium für Arbeit und Soziales, hat die Fachaufsicht zur Bundesagentur für Arbeit im SGB-II-Bereich und die Fach- und Rechtsaufsicht im SGB-II-Bereich. Ja? So, unter der Bundesagentur für Arbeit haben wir die sogenannten Regionaldirektionen, derzeit 6. Und dem unten drunter haben wir die Jobcenter, als auch die Agentur für Arbeit. Agentur für Arbeit ist für die Menschen, die frisch arbeitslos werden, bis zu einem Jahr oder wenn sie älter als 55 sind, auch noch bis 18 Monate. Und wer innerhalb von einem Jahr jetzt keinen Job findet, landet automatisch nachher im Jobcenter, so weiter erwerbsfähig ist. So, die Jobcenter werden bezahlt, das wird auch so ganz gut eingehalten, 50% über die Kommunen, die Mitarbeiter, als auch 50% Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit. Die Rechte und Pflichten sind... Wenn man das durch 4,5 Millionen erwerbsfähige Hilfebedürftige teilt, das sind die ALG-II-Empfänger, die eben keine Kinder, Jugendlichen sind, sondern die vermittelbar sind, die arbeiten sollen. Da kommt man auf knapp 23% absolute Zahl. Das ist die absolute Zahl in einem Jahr. Wenn man die Mehrfach-Sanktionierten abzieht, das ist ungefähr die Hälfte von dieser Million, das sind 500.000, kommt man auf knapp 11%. Und diese Zahl hat mir der Martin Peter Müller vom Institut für Arbeitsmarktberufforschung in Nürnberg bestätigt, dass das ungefähr die Korrelation ist von der Prozentzahl, die sanktioniert werden. Also nicht 3,2% oder 3,4% aller erwerbsfähigen Hilfebedürftigen werden in einem Jahr sanktioniert, sondern über das Dreifache. Es sind 10 bis 11, vielleicht noch. Die Arbeitsverträge nicht. Ebenso die Bezahlung nicht. Ja? In der Regel ist es so, dass die BA-Mitarbeiter besser bezahlt werden. Das ist ein großer Frust bei den Stadtmitarbeitern, bei den Kommunenmitarbeitern. In Hamburg macht das 600 Euro brutto aus. Das ist eine Menge. Und je nach halt Tarif der Stadt, ja, sind ja sehr unterschiedlich. Hamburg zahlt auch nicht so dolle. Also jetzt bin ich ja seit 7 Jahren in Hamburg und habe immer noch weniger verdient als in Baden-Württemberg damals. Ja, so, also ist sehr, sehr regional abhängig auf dem Bundesland. Gut, also so werden sie, also auch die Jobcenter werden natürlich über die BA kontrolliert und gesteuert.
Aber die Kommune ist für die Miete zuständig, für die Mietkosten. Ja, ja, vielen Dank, Frau Hannemann. Das war unglaublich informativ. Und ich hoffe sehr, dass das auch Impulse bringt für unsere Gruppe, weil ich mir sehr, sehr wünsche, dass sich halt eine Gruppe bildet, die sich intensiv um Hartz-IV-Abhängige kümmert. Dankeschön. Ja, außer Dank ist Frau